Hallöchen, das ist mein erstes YouTube-Video und es geht gleich um ein unglaublich tolles Produkt, wofür ich mich sehr interessiert habe. Es ist der Keiler 25 LRF von der Firma Liemke. Für viele von euch vielleicht schon Begriff, das Ding ist eine Wärmebildkamera, neuerdings mit 12 Micron Detektor und was ganz toll ist, es hat ein Laserentfernungsmesser. Das Gerät ist tatsächlich nur so groß, es passt also tatsächlich richtig schön in die Hand und hat einige Features, die bei der alten Keiler-Serie noch nicht vorhanden waren. So zum Beispiel ist auch ein Kompass eingebaut in dem Gerät und es ist ein Bewegungsmelder, dass man auch die Gradzahl erkennen kann, wo ein Stück Wild oder was auch immer man gerade betrachtet steht. Akkulaufzeit, 7 Stunden soll es haben. Ich habe es noch nicht getestet, es wird heute Abend passieren. Aber ich bin gespannt, was das Gerät tatsächlich im freien Feld so alles bewerkstelligen kann. Habe gerade schon die Verpackung gezeigt, eigentlich relativ unscheinbar, kleiner schwarzer Karton. Wenn man den aufmachte, war dann hier drin noch so ein zweiter Karton mit den Bedieneinheiten, mit den Kabeln und allem drum und dran und dahinter halt das Gerät. Aber nicht nur das Gerät war darin, sondern schönerweise auch hier so ein kleines, schönes, kompaktes Täschchen. In dem Täschchen sind zum einen jede Menge Fächer drin, das kann man jetzt schlecht sehen wahrscheinlich. Da ist noch so ein Netz drin, unterteilt, wo man halt Kabel reinpacken kann. Dann gibt es hier einen Trageriemen für und es gibt auch noch eine Handschlaufe für das Gerät und eine Umhängeschlaufe, die man hier oben ganz praktisch mit so einem kleinen Clip lösen kann. Also wenn man am Hochsitz ist, dann hat man nicht immer die ganze Zeit dieses Gebämsel da rumhängen, sondern man kann halt auch klack, das Ding eben schnell abmachen. Praktischerweise gab es auch noch, warum auch immer, einen schönen Neopren-Tragegurt dazu, der allerdings dummerweise keinerlei Beschreibung hat, wie man diese kleinen Nupsis an dieses Gerät befestigt. Da fehlt nämlich was. Liemke, das solltet ihr vielleicht nochmal nachbessern. Ein Käppi gab es auch für all die, die auf Käppis stehen. Ich persönlich habe festgestellt, dass man innerhalb des ersten Jahres seines Jungjäger-Daseins 35 Kappen geschenkt kriegt an jeder Ecke. Ich bin mal gespannt, wo das hingeht. Vielleicht habe ich später einen Kappenshop. Dann gibt es noch eine wasserdichte kleine Transporttasche. Hier mit so einem kleinen Zip, auch ganz fein. Und ganz wichtig, natürlich die Bedienungsanleitung. Bedienungsanleitung eigentlich ganz in Ordnung, bis auf ein großes Manko, da musste ich heute direkt auch bei Liemke anrufen. Es handelt sich da um die Problematik, dass unten im Display das Datum und die Uhrzeit angezeigt werden und hier drin ein Passus drin steht, wo drin steht, da ist halt das Datum und die Uhrzeit. Wie sich das Ganze dann einrichten lässt, wird dann erklärt und zwar über die App. Ich habe mir die App runtergeladen, die Keiler App, und auf der Keiler App passiert nichts. Es geht nämlich nicht. Weil die Keiler App ist nicht die professionelle App für dieses Gerät, sondern da muss man die von Infiray runterladen. Sollte man vielleicht auch im Hause Liemke nachbessern, weil wenn ich einen Keiler vertreibe, dann möchte ich doch auch deutsche Bediensoftware, deutsche Apps haben und das soll auch funktionieren. Also das ist noch ein kleines Manko. Wenn man dann aber die richtige App runtergeladen hat, dann zieht sich automatisch das Gerät das aktuelle Datum und schwuppdiwupp hat man alles, was man braucht. Nett ist auch noch hier dieses kleine Kärtchen, was da drin war. Da steht dann dran, lieber Weidmann, auch mit dieser Technik bewahre den Respekt vor der Schöpfung, halte inne vor dem Strecken, handle stets mit Ruhe, Übung und Besonnenheit. Weidmanns Heil. Finde ich sehr wichtig, finde ich gut, dass so ein kleiner Hinweis noch erfolgt. Ja, das ist das Gerät. Wie gesagt, klein, fein. Gestern die ersten Tests, die man macht, waren sehr erfolgsversprechend und haben viel Spaß gemacht. Es gibt halt auch 5 oder 6 verschiedene Betrachtungsmodi von den Farben her. Man kann jetzt auch Schärfe einstellen im Betrachtungsbildschirm. Der Bildschirm ist groß, man hat ein Bild-in-Bild-System und wie gesagt, der Entfernungsmesser. Gestern erster Test, 747 Meter zeigte er an, bis 600 Meter ist angegeben. Also alles in allem ein sehr, sehr schönes, kleines, kompaktes Gerät, mit dem ich wahrscheinlich jetzt die nächsten Tage viel Freude haben werde. Ich werde mich dann melden und zusehen, dass ich ein paar vernünftige Bilder mitbekomme, die ich euch dann zeigen kann. Bis dahin, tschüss.